Schloss-Wehling. Trotz einer sehr starken ersten Halbzeit gab es heute eine Niederlage gegen Hertha BSC, die zweite Mannschaft. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie bewerten Sie die Leistung? Ja, erste Halbzeit haben wir gut den Ball laufen lassen. Phasenweise aber trotzdem ein bisschen wild gestanden, auch wenn es ganz anschaulich aussah. So kriegen wir dann auch zu 1-1. Nichtsdestotrotz hatten wir Riesenchancen. Müssen ein oder zwei davon machen, dann ist es vor der Halbzeit durch. So kommen wir aus der Halbzeit, pennen ein bisschen, kriegen es 2-1 und dann ist schwer. Wir drücken voll aufs zweite Tor, die stehen tief und kontern. Ja, und so verliert man und weiß nicht wirklich wie. Woran lag es denn, dass der Ball einfach nicht ein zweites Mal über die Linie wollte? Kann man das schon erklären? Gute Frage, keine Ahnung. Manchmal geht er rein, manchmal nicht. Heute ist er nicht reingegangen. Jonas Hofmann, trotz einer sehr starken ersten Halbzeit gab es keine Punkte gegen die zweite Mannschaft von Hertha. Wie haben Sie die Leistung heute gesehen? War offensiv erste Halbzeit ganz gut, defensiv auch in der ersten Halbzeit nicht so gut. Ich glaube, wir haben, was die Positionsbesetzung angeht, waren wir nicht so diszipliniert wie die Wochen vorher. Das siehst du dann eben beim 1-1, weil wir dann eine schlechte Restverteidigung hatten. Stets unglücklich 1-1, klar kann es schon 4-0 stehen, dann sagen alle, war ein super Spiel. Aber wir haben uns schon in der Halbzeit analysiert, dass wir, wie gesagt, ich sage, im offensiven Rausch uns ein bisschen verloren haben. Jeder wollte, wir wollten immer mehr, wir wollten unbedingt Platz 1, haben da ein bisschen den Kopf verloren. Und dann steht es 1-1 und in der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht befreit, war ein bisschen planlos irgendwie auch. Das war dann auf gar keinen Fall eine gute Leistung. Trotz einer sehr dominanten ersten Hälfte gab es keine Punkte gegen Hertha BSC. Wie bewerten Sie die Leistung heute? Schwierig, weil du kannst nicht 100% zufrieden sein, weil du verloren hast. Aber ich habe schon noch viele sehr gute Sachen gesehen. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein paar Mal schon wiederholt bei anderen Interviews. Du kannst eigentlich 3-4-0 zur Halbzeit führen. Kriegst ein unnötiges Gegentor, das schütteln wir aber relativ gut ab, müssen dann trotzdem noch 2-1 bis zur Halbzeit führen. Das schaffen wir nicht und dann haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Ordnung oder sowas gefehlt, will ich aber jetzt so gar nicht stehen lassen. Ich glaube, hinten heraus war es einfach so, wir hatten noch unsere Chancen, aber wir waren auch mit unseren Köpfen wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt, weil du mit der Art und Weise, wie wir erste Halbzeit gespielt haben, kannst du so ein Spiel eigentlich nicht verlieren. Aber wir haben es trotzdem geschafft und das tut natürlich doppelt weh. Nach der vierten 100%igen das Gefühl, dass es heute irgendwie kein nächstes Tor mehr gibt. Und das hat sich dann leider bestätigt. Aber letztendlich müssen wir uns bewusst machen, dass wir diejenigen sind, die Spiele entscheiden. Also wir entscheiden, ob wir gewinnen und wir entscheiden, ob der Gegner gewinnt. Und heute haben wir in der ersten Halbzeit eben das Spiel nicht für uns entschieden und dann dafür gesorgt, dass der Gegner sehr einfach gewinnen kann. Es gab heute trotz einer guten ersten Halbzeit eine Niederlage gegen Hertha BSC. Wie haben Sie die Leistung gesehen von der Mannschaft? Ja, ich muss sagen, erste Halbzeit sind wir eigentlich extrem gut ins Spiel gekommen, haben auch viele Situationen gehabt, können da eigentlich 3-4-0 in Führung gehen, werden dann natürlich bestraft, weil wir vorne die Chance nicht machen und gehen dann halt mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Und zweite Halbzeit war dann halt, fängst du dir halt das 2-1 und dann ist es natürlich klar, dass so eine Mannschaft an den Bus packt hinten und versucht dann einfach nur noch dieses Spiel zu gewinnen. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man die Chancen nicht nutzt in der ersten Halbzeit. Gibt es so kurz nach Abpfiff schon eine Erklärung, warum der Ball einfach nicht mehr über die Linie wollte, warum das nicht gelungen ist? Es gibt manchmal im Fußball keine Erklärung. Manchmal will es der liebe Gott so, dass das Spiel einfach so ist, wie es ist. Dann macht man aus 3 Metern ein Tor nicht rein, wo man normalerweise 100 von 100 macht. Da gibt es einfach so eine Tage. Es gab trotz einer starken ersten Halbzeit eine Niederlage gegen Hertha BSC. Wie schätzt du die Leistung ein von der Mannschaft heute? Ja, grundsätzlich haben wir, glaube ich, eine relativ gute erste Halbzeit gespielt. Belohnen uns nicht. Dann sind wir in zwei Situationen defensiv zu fahrig, in vielen Situationen offensiv zu fahrig und unterm Strich reicht es da nicht für 3 Punkte. Gibt es schon eine Erklärung, warum der Ball einfach kein zweites Mal ins Tor wollte? Kann man sowas erklären? Ist das einfach nur Pech an so einem Tag? Weiß ich nicht, habe ich jetzt auch noch keine Situation gesehen, aber weiß ich nicht. Vielleicht war es halt einfach mal so ein Tag, weil viele Situationen haben wir uns rausgespielt, auch gut rausgespielt, so wie wir uns das vorstellen. Heute ist nicht reingegangen, gegen Lok haben wir jedes Ding bestraft, heute nicht, weiß ich nicht warum. Vielleicht war es jetzt mal so ein Tag, vielleicht war es der Wecker jetzt für die Crunchtime, dass uns das nicht nochmal passiert. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber es nervt.